aller Ehren wert. Von der Entfernung, Deco Mio. Sauber? Dorcas. Dorcas. Servus zusammen, servus Andy. Servus Simon. Auf ein neues. Jetzt sind wir beim zweiten Bogenmodell, beim Dorcas. Genau. Beim Man sieht es, ein Langbogen in einer klassischen D-Form. Erste Frage, Andy. Warum Langbogen? Seit wann Langbogen? Das ist ganz, ganz neu, dass du Langbogen baust. Ja, das ist noch nicht so lange her. Ich sag's, wie es ist. Auf der EBAC haben mich halt einige Schützen nach angesprochen. Mensch, Andy, du machst feine Sachen. Bau uns doch einen Langbogen. Naja, und da ich ja nichts anderes zu tun habe, baut halt der Andy Langbogen. Ja, ich habe schon immer ein bisschen mit geliebäugelt, Langbogen mal zu machen, aber hat nie die Zeit. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt packt man es an und ja, jetzt gibt's halt den Dorcas. Sehr schön. Den Dorcas gibt's in welchen Längen, ja? Und auch noch, wenn wir auf die Länge eingehen, wie lang ist das Mittelteil? Also das Mittelteil ist 18 Zoll. Ist bei allen dann auch immer gleich? Ist bei allen gleich, ja, okay. Richtig. Die Bogenlängen sind von 68 bis 64 Zoll. Oder 64 bis 68 Zoll lang, der Bogen. Ja, zum Bogengewicht. Der Bogen wiegt im Schnitt 800 bis 850 Gramm. Ist nicht allzu schwer, aber... Liegt gut in der Hand. Das ist auch immer sehr, sehr viel wert. Liegt gut in der Hand und ich bin ein bisschen so, oder ich habe ein bisschen so die Philosophie... Ich kann zwar mit Gewicht im Griff viel ausgleichen, aber so ein richtig gut konstruierter Langbogen, der muss halt auch mit wenig Gewicht gut performen können. Ne? Und das, glaube ich, funktioniert beim Dorcas gut. Ja, mit Sicherheit. Also das ist ja, wie du sagst, du hast ja sehr viel Wert auch auf die Geometrie gelegt. Man sieht es ja auch hier, wir zeigen es dann auch nochmal in den Einblendungen, wie schlank die Wurfarme eigentlich gearbeitet sind. Und das bringt ja dann auch ein bisschen an Speed. Ja, und das werden wir, kommen wir aber nachher auch noch drauf zu. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann merke ich was. Was merke ich da, Andy? Ja, ich habe quasi bei meinen Langbögen den Trapezschliff gewählt. Sprich, die Zugschicht ist schmäler als die Druckschicht. Ganz einfach aus dem Grund. Ein Trapez vielleicht an gerade beim Langbogen Geschwindigkeit und ein extrem weiches Auszugverhalten. Also ist beim Langbogen wirklich wichtig. Ne? Und dadurch ja, entsteht halt auch wirklich dieser weiche Auszug, den ich ja eh bei allen meinen Bögen bevorzuge. Und er ist schnell, weil jedes Gramm, was ich halt auf dem Tipp habe, deswegen sind sie auch so schmal und schlank gearbeitet, jedes Gramm, was auf dem Tipp bewegt werden muss, das ist halt, nimmt halt Geschwindigkeit. Hm. Ja, klar. Absolut. Bis, weil wir jetzt gerade auch nochmal bei den Längen waren, bis welche Auszüge ist der noch komfortabel zu ziehen? Ich sage mal, mit 68 Zoll kannst du bequem bis 32, 33 Zoll auch ziehen. Also da kommt nichts mit Stacking oder sonst irgendwas. Okay. Sehr cool. Der Bogen, wie ist er geschnitten? Ist der auch auf Mitte geschnitten oder wie? Also ja, den Langbogen habe ich auch auf Mitte geschnitten, ist ein bisschen bei meinen ganzen Bögen auf Mitte. Gleicher Grund wie bei meinen Impala, Antilope oder Gazelle. Wie gesagt, wichtig ist die Stabilität, muss es noch hergeben. Und wir sind ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir jetzt da auch noch drauf kommen wollten, wegen den Verbänden. Also man darf ja bei BA, darf man Übermitte sein, also darf man auch einen Centershot haben, aber zum Beispiel beim TBVD oder IFAA darf er nicht Übermitte geschnitten sein. Genau. Und dir war es ja wichtig, dann auch zu sagen, okay, du hast einen Turnierlangbogen, der auch bei jedem Verband geschossen werden darf. Deswegen auch auf Mitte, nicht Übermitte, weil es ist ja nicht so einfach. Also die Sehne darf ja hier den Tipp nicht mehr berühren, beziehungsweise den Wurfarm nicht berühren, ja. Darf nicht Übermitte geschnitten sein. So, und jetzt hast du das, wir haben die klassische D-Form, wir haben auf Mitte geschnitten und nicht über Mitte geschnitten, also ihr könnt getrost mit jedem von den Bögen auf
jedes Turnier gehen, von jedem Verband und seid auf jeden Fall regelkonform auf der sicheren unterwegs. Seite. Genau, das ist ja auch wichtig. Mein Speed gehen wir gleich auch noch runter und zeigen wir euch. Schießen wir doch einen Crony auf 28 Zoll Auszug. Wir versuchen ein Pfeilverhältnis von 8 GPP zu bekommen. Zeigen wir euch auch gleich noch. Genau, noch zu den Hölzern. Generell, wie man es vom Andy kennt, ich glaube, alles ist möglich. So ziemlich alles, ja. So ziemlich alles. Wie gesagt, beim Griff habe ich mich dafür entschieden, dass ich quasi einen Pistolengriff baue. Sprich, diese normalen Langbögen, die haben halt meines Erachtens, die sind alles, du greifst so flach rein. So, und mir persönlich gefällt es nicht so wirklich, weil der Komfort oder den Halt hast du halt auch wirklich nur bei einem schönen Pistolengriff. Ne? Und deswegen habe ich versucht, das hinten aufzusatteln. Also sprich, ich bin mit dem Druckpunkt trotzdem relativ weit vorn, was dem Bogen Schussruhe, also Schussruhe verleiht. Aber den Griffaufbau habe ich hinten drauf gewählt. Weil da ist man einfach frei, da wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, oh, ich möchte gestreckte Hand schießen, da ist mir nicht festgenagelt. Ne? Wenn ich das jetzt alles im Griff verbauen würde und nichts hinten aufsatteln kann, ist man ein bisschen festgenagelt, sage ich immer. Ja. Ja, und deswegen baue ich meine Griffe hinten wohl auf. Genau, das ist auch der Grund. Ne? Und es kommt ein schöner Druckpunkt zustande. Also er führt dich auch, der Bogen. Ich habe ihn vorher auch geschossen. Also da war nichts zu meckern und wir haben jetzt wirklich eigentlich unterschiedliche Handgrößen. Und ja, also auch vom Thema Handschock, ich meine, es ist immer eine sehr subjektive Sache. Ja, also nehmt schwerere Pfeile, dann habt ihr bei gar keinem Bogen mehr Handschock. Ja, aber ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Langbögen geschossen, es waren auch schon ein paar. Und für das Gewicht, was der Bogen hat, ja, an Eigengewicht, empfinde ich keinen Handschock. Also man muss ja immer sagen, klar, es ist kein Recurve-Bogen. Ja, es ist richtig. Im Endeffekt ist es aber so, ein Langbogen, wenn man das wirklich auch mal richtig sieht, eigentlich gehört er mit Holzpfeilen geschossen. Ne? Und ja. Dafür ist halt auch der Langbogen konzipiert. Genau, sonst kannst du einen Hybrid schießen. Genau, sonst kann ich einen Hybrid schießen. Sind wir aber wieder nicht regelkonform. Deswegen sind wir ja beim D-Form. Genau, deswegen brauchen wir eine D-Form. Ja, und wie gesagt, ich habe den Bogen so konstruiert, dass ich halt auch wirklich schön Holzpfeile schießen kann. Mhm. Mit genug Geschwindigkeit. Also ich habe nochmal mit Carbon geschossen und er ist genauso schnell wie meine Recurves. Also von der Geschwindigkeit her nimmt er sich nichts. Du hast ja auch ein System bei dir beim Schießen. Genau, ich bin Systemschütze, ja, und da kann ich das immer ganz gut vergleichen. Also wenn ich jetzt auf 45 Meter mit dem gleichen Carbon-Pfeil anhalte wie mit meinem Recurve, bin ich mit dem Langbogen, habe ich die identisch gleiche Flugbahn. Also der steht mit Carbon-Pfeil dem Recurve nichts nach. Ja, sehr schön. Ja. Cool, coole Sache. Also mir gefällt das Design auf jeden Fall sehr gut. Es ist ein sehr schöner, klassischer Langbogen in der Form, liegt gut in der Hand. Ich würde sagen, wir gehen jetzt runter, machen die Speed, die Crony-Messung für euch, dass ihr da auch ein bisschen Gefühl bekommt. Und dann nehmen wir euch noch mit auf den Parcours, schießen mit dem ein oder anderen Holzpfeil, das ein oder andere Ziel und schauen, ob wir da auch vernünftig treffen. Und ihr sollt einen Eindruck bekommen, wie biegt sich der Bogen, wie hört er sich an, wenn man es wahrnehmen kann. Und ja, nehmen wir euch jetzt einfach mit. Viel Spaß. Okay, so, wir schießen jetzt hier den Dorcas mit 45 Pfund, haben 400 Crane schwere Pfeile, also kommen wir ungefähr auf 8,9 GPP. Wir haben leichtere Holzpfeile gesucht, haben sie aber nicht gefunden. Müssten dann sonst jetzt auf Carbonpfeile gehen, um das Pfeilverhältnis hinzubekommen. Aber wir haben gesagt, wir wollen es authentisch haben, also schießen wir Holzpfeile durch den Crony. Wieder der Error. So. .174 ist schon mal ein Wert. Ich hole noch mal schnell einen Pfeil. So. 174,4 sieht man schön in der Kamera.
Andi, film mal hin. So, dann nochmal einen Anlauf. ...173,6. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Referenzwert. Machen wir noch einen dritten Pfeil. Dann kann niemand sagen, dass ich keinen stabilen Anker habe, oder? Bei 173,6 zu 174,4. Ich mag es jetzt aber nicht verschreien. Wieder der Error. Also, aber wir haben zwei Werte. Ich glaube, die sind aussagekräftig. Also zwischen 173 und 174 mit 8,9 GPP ist, glaube ich, ein vernünftiger Wert, oder? Ja. Andy, auf welchem Parcours gehen wir jetzt halt gleich? Wir gehen heute auf den Felsenkeller-Parcours in Oberlangenstadt. Und da wollen wir euch mal meine beiden Bogenmodelle Impala und den Langbogen Torgas in Action zeigen. Genau. Also die ganzen Zahlen, Daten, Fakten und so weiter habt ihr jetzt schon gesehen und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt zeigen wir euch ein paar schöne Schüsse, dass ihr seht, wie biegen sich die Bögen, treffen wir auch damit. Ich bin auch ganz gespannt, ich schieße auch einen Dorcas und einmal einen Impala, den Impala in 62 Zoll mit 35 Pfund auf 28 Zoll Auszug und den Dorcas mit 68 Zoll und 45 Pfund auf 28 Zoll Auszug. Holzpfeile hat der Andy mit dabei. Andy, welche Konfiguration schießt du? Also mein Dorcas hat 40 auf 28, ist auch 68 Zoll lang. Und mein Impala, der hat das IPL 2 Griffstück, das ist ein bisschen das eckigere. Der hat 40 auf 28 und ist 62 lang. Wie gesagt, Pfeilmaterial habe ich beim Impala meine Hornet Iconic, 600er Spine. Ja, 100er Spitzengewicht. 31 Zoll lang der Pfeil. Ja, und bei den Holzschäfte, da habe ich mir welche machen lassen. So. Vom Thorsten Novak. Ein bisschen ein Pfeilguru in der Szene. Also wirklich tolle Schäfte. Bin begeistert, habe es ja schon mal Test geschossen im Garten bei mir. Und ja, eigentlich fast identisch zu meinen Carbon-Schäften. Bin begeistert. Tolle Schaft, toller Pfeil. Schauen wir mal, wie die Pfeile fliegen genau. Und wie der Parcours ist. Viel Spaß euch. Ganz stark, sehr gut. Andy, noch einen. Komm. Haben wir noch einen? Ja, weißt du, gut, alle guten Dinge sind vier, habe ich mal gehört. Ach, okay. Das ist immer ein Trugschluss, dass jemand gesagt hat, das wären drei. Aller Ehrenwert von der Entfernung, Lecco mio. Sauber? Dorcas. Dorcas. Beinlinie rettet, würde ich sagen. Schaut immer nicht schlecht aus, oder? Für den ersten Schuss am Parcours? Ja, schauen wir mal. Ja? Gute Kopierung, würde ich sagen. Ein bisschen zu hoch, aber ja. Passt schon. Ja, ich nehme ja schon auf, Andy. Das ist ja Bilder, also wir wollen das hier auch zeigen. Wir zeigen ja jetzt nicht nur die Kills, sondern wir zeigen auch, wie wir wirklich treffen. Ich würde sagen, Andy, die Runde geht klar an dich. Ja? Du hast noch mit dem einen Pfeil hast du noch das Leben erreicht. Und dann geht's weiter.
So, Andy? Ja, Simon. Haben wir gut getroffen, gell? Ich denke mal, das passt so, ja. Ja, ja, würde ich auch sagen. Von der Entfernung gute 35 Meter, oder? Mit Holzpfeilen können wir stehen lassen. Du zweimal im Leben, ich nur einmal. Ja, dafür, ich habe einen Zehner. Gut, Duell geht trotzdem an dich, weil ich bin ja, habe ja kein Elfer, ich habe nur einen Zehner. Mit DSB gerechnet. Aber schön war's. Schön war's. Schön war's. So, und dann den hinteren. Stark, richtig stark. Jetzt siehst du nämlich die Pfeile auch mit den Händen drüber finden. Wie ich sag, wir sind eigentlich sollten wir Langbogenschützen werden. Ja, dann schießen wir halt noch an. Ja, schießen wir halt noch ein. Die Frage ist halt dann, ob es wirklich auch besser wird, weil wenn man schon zweimal sehr gut getroffen hat. Wir duplizieren das jetzt. Also duplizieren. Vorne schießen wir jetzt noch mal Kill und hinten genauso. Okay, okay. Es sind Andis Holzpfeile, also von dem her ist mir wurscht. Genau, das passt schon. Okay. Meiner hat sogar meinen Pfeil gestriffen. Dupliziert? Ja, fast. Ah, Andy fast. Bei mir, was Simon ist Simon ganz. Okay, muss ich mich konzentrieren. Ja. Gleichstand schaffen. Ich setze ihn schon ein bisschen unter Druck hier, gell? Ja, verrückt. Ja. Okay. Gut? Ab. Der war jetzt. Jetzt kannst du aufholen. Ja, schauen wir uns unten an. Sehr gut. Jetzt schon mal drauf. Aber wenn es jetzt nicht so lang gezogen wäre, dann hätte ich drüber geschossen. Aber die Linie war gut. Der ist gut. Stark. Schauen wir uns unten an. Ich muss sagen, die 45 Pfund fühlen sich nicht wie 45 Pfund an. Also da würde ich eher sagen 40 Pfund. Aber zieht sich sehr weich. Ist gut.